couch, Tifo. Yeah. You're with Torsen. Hello, hello. Hey now. Loves you, baby. Baba Booey. Oh, was für ein Tag. Eigentlich sollte ich an solchen Tagen nicht mich an die Öffentlichkeit oder an liebe Freunde von CouchTV wenden. Aber es geht irgendwie zeitlich nicht anders. Heute war es wirklich echt zu viel. Wenn ihr öfter zuhört, wisst ihr, dass ich nicht gerade ein vom Glück gesegnetes vierblättriges Kleeblatt bin. Und da bin ich auch schon bei einer Theorie. Neulich musste ich mal, habe mich an so einen Weg gestellt, als ich unterwegs war, ruhige Ecke, und da fiel mir auf, dass ich fröhlich auf alles Mögliche, aber unter anderem auch auf ein vierblättriges Kleeblatt urinierte. Vielleicht ist mir das schon mal passiert und ich habe es nicht gemerkt, weil wer guckt da schon auf den Boden? Ich gucke da halt in der Gegend rum und hoffe, dass mich nicht wieder diese Spanner-Eichhörnchen beobachten, was sie ja gerne machen. Aber ich dachte jetzt, durch das wiederholte auf ein vierblättriges Kleeblatt urinieren, wäre der Fluch, von dem ich gleich noch erzählen werde, gebrochen. Aber offensichtlich hat es den noch verstärkt. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Denn das habe ich aus Warner Brothers Cartoons gelernt, dass Gehirntrauma nur mit einem weiteren Schlag auf den Kopf zu beheben ist. Also wenn Bugs Bunny oder Daffy Duck oder wie heißt der, Roadrunner oder so, wenn die oder diese Katze und diese Mäuse, wenn die also einem auf den Kopf hauen, dann sieht der Sterne und wird rum, und wenn man es dann nochmal macht, dann ist er wieder normal. Also das war die Message, die damals vermittelt wurde. Und ich hoffe, dass das mit dem Kleeblatt auch so läuft, aber wie der Tag heute verlaufen ist, hat es offensichtlich nicht geklappt. Nichts anderes waren ja auch diese Bud Spencer und manchmal ja auch Terence Hill Filme. Das waren ja nichts anderes als Cartoons, die die Cartoon-Gesetze darauf angewendet haben. Immer wieder kam das da ja vor, dass einer irgendwie so, da kriegt er einer auf den Kopf, dann sagt er bla 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 bla, dann zweite Mal auf den Kopf, dann ist er wieder. Man ging so in den 60er, 70er Jahren so mit Gehirntrauma extrem locker um und man brauchte nach Meinung der Cartoon-Macher nur einen weiteren Schlag und dann ist die Sache erledigt. Die unbeschwerten alten Zeiten. Und ich bin nicht sicher, ob das auch wirklich bei allen Leuten so ist, dass dieses vierblättrige Kleeblatt, wenn man denn schon mal eins findet, dass das so viel Glück bringt. Oder ist es nur bei Iren so? Weil da heißt es auch The Luck of the Irish. Aber ich habe Pech, pass auf. Ich hatte euch ja schon zur Genüge von dieser Waschmaschine erzählt. Das ist jetzt so weit, ich kann gar nicht so laut sprechen. Also bis jetzt geht die neue und die ist zwar kompliziert und es ist unglaublich zickig. Und man muss da irgendwie immer alles Mögliche durchscrollen, bis man da hinkommt. Aber immerhin, ich bin ja schon bescheiden geworden. Also es ist nicht mehr so, dass man eine Waschmaschine klick, klack und dann extra spülen und eventuell noch Vorwäsche. Nein. Und Weichspüler, das geht auch nicht mehr. Das geht nur mit Cap-Dosing. Wenn ihr das nicht wisst, was das alles ist, seid froh, wenn ihr eine Waschmaschine habt, versucht die so lange wie möglich zu behalten. Da habe ich gerade Nachbarn, die haben auch eine Waschmaschine. Die behalten sie die bloß. Haben sie es tatsächlich gemacht. Die haben tatsächlich mal, dass Leute auf meinen Rat hören. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich hatte mir vor einem Jahr ein neues Rad gekauft, weil ich eben vorhatte, nicht viel in der Werkstatt zu sein, weil ich eben fahren musste. Und ich wusste, das wird einiges auf mich zukommen und da wollte ich eben ein funktionierendes Rad. Genau das Gegenteil war der Fall. Das neue Rad von der Firma VSF Fahrradmanufaktur, die aus irgendeinem Grund einen unglaublich guten Ruf genießen, nicht bei mir, war nur kaputt. Das Hinterrad ist der schäbigste Dreck, den ich je hatte. Ich bin ja weder schwerer geworden, noch mache ich härtere Fahrten. Ich mache genau das Gleiche, was ich in dieser Stadt seit vielen Jahren mache, nur eben mit einem neuen Rad, in der Annahme, dass das jetzt alles supi und dufte ist. Ich habe noch nie so viele Probleme mit dem Rad gehabt. Von Anfang an schleifte die Bremse hinten. Das ist bis heute nicht. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt drücke ich die halt ab und zu weg. Also fährt halt wie ein altes Rad, weil
leider die Bremse, so eine Felgenbremse. Aber die brechenden Speichen waren das Riesenproblem. Dann sagt mir der Typ, wo ich das immer hinbringe, ja, da könnte man vielleicht so stärkere Speichen reinmachen. Und so, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir doch. Ich zahle da ein 130 oder was und die brechen munter weiter. Im Gegenteil, die brechen sogar noch mehr. Zweimal passiert, das ist jetzt so in den letzten Wochen. Ich habe ja auch nicht jetzt jeden Tag Zeit. Ah ja, ich gehe da wieder hin. Das ist, ich sag mal, dann eine Woche dazwischen oder 10. Ich weiß nicht, ob wie es bei euch ist. Man hat auch noch was anderes zu tun, als in Werkstätten zu laufen. Ich sage, was ist das für ein Dreck? Das brecht ja wie ungekochte Spaghetti. Das ist ja das Letzte. Ja, und dann kommt halt das, was immer, ja, wir haben es gemacht. Kurz, ich habe jetzt ein neues Hinterrad bestellt, extra kräftig für 180 Kilo. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob er mir das reinbaut. Aber dieses ganze Hin und Her, ich bring's dann und dann vorbei, dann ist er nicht da. Dann versuche ich es bei einer anderen Werkstatt, die irgendwie, die wollen das Dreifache ungefähr haben. Das mache ich jetzt auch nicht, vor allen Dingen, weil der mir ja eigentlich Geld schuldet. Ne? Also das ist ein Geschiss. Es ist Wahnsinn. Dann natürlich hier das Gefahre. Also, dass ich noch lebe, das ist wirklich ein Wunder, weil es gab mal die Regel, dass man rechts nicht überholt, weil es ist so viel los vor dir im Berufsverkehr, wenn du hier mit dem Rad fährst, von überall kommen die Feinde. Das ist vorne so stressig, du kannst nicht nach hinten gucken, wenn du irgendwo drauf fährst oder rüber fährst oder jemandem ausweichst, da weißt du nicht, ob da jemand kommt, weil du, wenn du nach hinten guckst, dann donnerst du schon jemanden rein. Hier fahren die rechts und links die Amöben, die sind so dumm, diese Arschlöcher, und dann sind so alte Kerle, die gibt so wahnsinnig viele proletige alte Kerle, so diese übrig gebliebenen, die für die keiner Verwendung hat, die fahren dann so mit 85 ohne Helm, und haben dann diese Plastikdinger an. Also es ist so zum Kotzen hier im Sommer. Und am See, an den ich, wenn es eben geht, einmal am Tag fahre, reinspringe, bisschen Sport mache, wieder reinspringe und fahre, da ist es inzwischen so, dass die Leute ohne Schwertransporter, kommt man da gar nicht mehr hin, die haben da Sachen mitzuschleppen, da brauchst du wegen einem Schwertransporter ist die Autobahn A8 München Richtung Nürnberg für 3 Stunden gesperrt. Die schleppen da Inseln an, die sind größer als Zimmer, in denen ich gehaust habe früher. Gewaltige, aufblasbare Monster, die haben natürlich alle jetzt diese Paddelbretter. Okay. Und das ist natürlich immer dieses, wie man da sich hinlegen kann, ist mir ein Rätsel. Die paar Minuten sind ja, die ich da, wenn mich umziehe, also ins Wasser gehe und dann wieder raus und weg, da bin ich schon völlig fertig. Und dann dieses Eingereibe und so faustdick das Zeug und dann gehen sie ins Wasser, da wird von Umwelt geschwafelt, ist alles Schwachsinn, kann man alles vergessen. Das Land ist Arsch. Ich rede gar nicht mehr drüber. Je früher wir uns dran gewöhnen, dass das alles am Arsch ist, es ist nicht wieder zurückzubringen. Ey, das ist die Happy Show. Wir sind am Ende. Das Einzige, was ich euch erzählen kann, das sind ein paar Anekdoten aus Amerika, die sich mit Deutschland offensichtlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen des Schwachsinns liefern. Erstens gab es diesen Vorfall in einem Sesampark, glaube ich, heißt er. Also ein Vergnügungspark, der heißt Sesam Park, also nach dem Thema der Sesamstraße. Und dieser Park wird jetzt verklagt von Leuten, die eine dieser Figuren, das Krümelmonster oder wie die heißen, ich bin bei den Sesam-Typen, also Kermit kenne ich natürlich und Miss Piggy und so, bei den anderen bin ich nicht so ganz fit, weil diese Figur, also dieser Student in diesem Kostüm, der hat also die Kinder nicht umarmt von diesen Leuten. Es waren Schwarze, ist klar, andere Leute würden das nicht machen. Also die sagen natürlich, das ist Rassismus. Ja. Jetzt ist es so, wenn ihr schon mal in einem Kostüm dieser Art gesteckt habt, also ob das jetzt im Hasenkostüm oder in irgendeinem Kostüm, da hast du eine eingeschränkte Sicht, wahrscheinlich weniger als ein Kutschwert, die diese Scheuklappen haben, weil du siehst nur ganz kleinen Spalt nach vorne raus und diese Figur, ich sage jetzt mal Krümelmonster, vielleicht war es noch anderes, das hat also diese winzigen, kleinen, niedlichen Kinder, ja, das hat die nicht gesehen und ist dann weitergegangen. Daraus hat jetzt so ein Race-Hustler, so ein schmieriger Anwalt, so ein Kaffer, der hat da jetzt seine Chance gesehen und reißt sein dummes Maul auf und will jetzt also für diese Schmerzen, dass die Kinder nicht umarmt wurden von dem Studenten, der in diesem Kostüm drin steckt, weil der die nicht gesehen hat, was ganz klar im Video auch deutlich ist, weil die sind in einem völlig anderen Winkel und er hätte den Kopf senken müssen, um die zu sehen. Aber der hatte
irgendwie mit anderen Leuten, die ihm was ein Kind geben wollten. Er hat gesagt, nee, das darf man nicht oder macht er nicht. Er hat so eine abwehrende Handbewegung gemacht. Und das wurde dann auch noch ihm zum Nachteil ausgelegt, dass er gesagt hat, nein, diese Kinder, die nehme ich nur aus einem anderen Winkel, siehst du ganz genau. Der hat mit anderen Leuten da irgendwie kommuniziert und hat die high-fived vorher und so. Aber er darf wohl keine Kinder auf den Arm nehmen, weil man da verklagt wird. Also das ist Amerika, das sind die Kaffern in Amerika, die nichts anderes zu tun haben, als versuchen, irgendwie auf illegale Weise Geld zu machen. Wenn das anderen Leuten passiert, wird immer gesagt, ja, der hat es halt nicht gesehen. Nein, nicht die Kaffern. Die sagen, oh, Rassismus, das ist ja wohl das Allerschlimmste. Also muss sich jetzt dieser Themenpark, Sesampark, der muss sich jetzt vor Gericht gegen solche fucking Hustler verteidigen. Der zweite Geniestreich kommt aus Los Angeles. Dort wurde jetzt ein Edikt herausgegeben, dass Hotels um 2 Uhr ihre Belegung nachweisen müssen. Wenn sie nämlich nicht voll sind, und es ist völlig egal, ob das Beverly Hills Hotel, das Beverly Hilton oder irgendein Motel am Sunset Strip ist, also deutliche Preis- und Niveauunterschiede. Als ich das erste Mal da bin, war ich im Letztgenannten und da wurde dann nachts geschossen. Habe ich die Nacht auf der Straße verbracht und habe am nächsten Tag mir was anderes gesucht. Auch nicht besser, aber es wurde wenigstens nicht geschossen. Das heißt also, da zahlen die Leute, das kann hochbeginn, 10, 15, 20.000 im Beverly Hills Hotel, dieses Schicke, was man oft sieht. Sitzt also da jemand auf dem Gang und kackt dahin, weil diese Typen, diese sogenannten Obdachlosen, die sind ja nicht obdachlos, weil das so arme Leute sind, die keine Wohnung haben. Das ist nicht das Problem. Das sind extrem bipolar psychisch Gestörte. Die haben Aggressionsanfälle. Die sind alle praktisch zu 100% drogensüchtig. Die sind alle auf Meth oder Badesalzen, was die sich halt zusammenkochen. Das soll jetzt ein Privatunternehmer seinen zahlenden Gästen zumuten. Und da kann man nur sagen, super. Deutschland, jetzt seid ihr gefordert. Jetzt müsst ihr mit einer schwachsinnigen Nummer kommen. Okay, wir haben ja schon, weil wir haben diese Leute da gewählt, die sich hinstellen und sagen, ja, da müsst ihr, wir haben keine Energie, gibt es keine. Ja, da müsst ihr halt ein bisschen sparen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, 150.000 im Jahr, ne? Machen die, ja. Also für solche Stars haben wir Geld. Also fantastisch, kann man nur sagen, super, wir sind auf dem richtigen Weg. Das gibt hier Asopack. Ich sehe das manchmal, dass Leute ihre Hunde auf Sportplätzen ausführen. Also Sportplätze, wo die Leute Fußball spielen oder ich fahre manchmal an so Plätzen, wobei da wird Rugby gespielt und die trainieren da und da müssen die da auf die alle Viere und müssen hochspringen und so. Also die machen relativ heftiges Training, wo die eben auch dann so Sit-Ups machen, die legen sich dahin und auf die Wiese und die ist, weil das noch von früher so war, das hat man halt nicht gemacht, aber jetzt dieses Asopack, dies kennt da nichts, da ist eine Wiese, da wird der lassen wir den Hund hinscheißen, das ist doch uns egal. Es ist so, ich kriege hier das Kotzen. Es sind zauberhafte Leute hier, aber 10, 15, 20% ist der letzte Abschaum und ich hoffe den ganzen Tag, dass zwei aneinander geraten und sich gegenseitig irgendwie aufeinander losfahren mit Autos und dann ist das der Fall gelöst. Es ist grauenvoll. Noch ein happy Thema, es wird doch auf Beerdigungen immer gesagt, jetzt ist die Person an einem besseren Ort. Das ist natürlich Hohn, wenn die Person ein super Leben hatte. Also das würde, hat man wohl hoffentlich nicht gesagt, als Hugh Hefner vom Playboy-Magazin gestorben ist, weil ein besseres Leben als der hat man ja überhaupt nicht führen können. Oder Charlie von den Stones ist an einem besseren Ort. Was gibt es Besseres, als einen Haufen Geld zu verdienen und ab und zu mal alle paar Jahre bei den Stones ein bisschen zu trommeln? Kein Stress, kein Druck, niemand erwartet, dass du Song schreibst, ja, das ist ja wohl das beste Leben, was der gehabt hat. Oder James Caan, der Schauspieler. Ist James Caan, Sonny Corleone, ist der an einem besseren Platz? Der war Stammgast, der hat im Playboy-Menschen gewohnt in den frühen Jahren und hat bis ins hohe Alter jetzt halt das lustigste Leben geführt. Also er ist an einem besseren Ort. Das funktioniert vielleicht für diese armen Leute, die in den Altersheimen da verrecken. Schockiert war ich, dass ich gehört habe, dass 17 Millionen Idioten dieses Buch von Michael Obama gekauft haben, dem Ehemann von Barack Obama, dem ehemaligen Präsidenten.
Der hat so ein Buch geschrieben, nur Schwachsinn drin und jetzt schon wieder ein zweites. Das haben tatsächlich Leute 17 Millionen Mal gekauft plus natürlich noch 10 Millionen Mal ausgeliehen. Also es gibt extrem viele Leute, die sich so mit Erleuchtung und du leuchtest für dich selber abspeisen lassen. Und das ist ja wirklich der absolute Hammer. Noch ein Amerika-Update. Ich weiß nicht, ob es erfreulich ist. Ich glaube eigentlich eher nicht. Also wer länger nicht in New York war, da gibt's jetzt hier ein Update für diejenigen, die immer an Holland-Tunnel gefahren sind, um sich Nutten aufzugabeln. Die stehen da nicht mehr oder kaum noch. Es waren sowieso hauptsächlich Transen. Das war immer 10th Avenue und Lincoln Tunnel bei der Tankstelle da. Da sind sie nicht mehr. In der East Side sind sie nicht mehr. In Lexington auch nicht mehr. Auch im Meatpacking District nicht mehr. Traurige Nachrichten für alle, die in New York City Nutten aufgabeln wollten. Auch in Tijuana, dem zweiten Gaudi-Ziel, da gibt es das Margaritas Village nicht mehr. Nicht zu verwechseln mit Margaritaville. Das ist seriös. Von diesem reichen Country-Star, der diesen Lebensstil der Florida Keys, für den ich hundertprozentig gemacht bin und den ich eigentlich leben wollte, aber Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie das eigentlich hätte sein sollen. Damit soll man das nicht verwechseln. Es gibt in TJ an Revolution, oder gab es besser gesagt, ein Margaritas Village, wo die Kellner in so komischen Gefangenenuniformen, ne, so rumgelaufen sind und mit so Preußenhelmen und so. Und die kamen von hinten und haben dich praktisch Druck betankt und haben dir also den Tequila aus dem Schlauch eingeflößt, haben deinen Kopf zurückgerissen und haben dir dann den Mund zugehalten und haben das dann durchgeschüttet. Also ob du wolltest oder nicht, du hast es saufen müssen. Und ich weiß nicht, ob es rechtlich in Mexiko inzwischen Probleme gibt. Glaube ich aber nicht. Aber das gibt's leider nicht mehr. Also in TJ kein Margaritas Village mehr. Endlich mal. Ich habe gedacht, ich habe doch bestimmt irgendwas Erfreuliches auch erlebt. Ich habe eine Inderin zum Lachen gebracht. Das kann man leicht erkennen, weil die haben diesen Look mit Sari und dem Punkt. Da ich ja früher mal ein bisschen war da und konnte sich ja auch ein bisschen was, nur das hat sich natürlich abgeschleift oder abgeschliffen. Und jedenfalls das Einzige, was ich mir merken konnte, war das, was ich in dem Moment auch gesagt habe, weil das war so eine Radschranke, weißt du, da musst du so anhalten und musst dich da so durchschlängeln, da kann immer nur einer durch. Und wir waren relativ gleichzeitig da. Ich bin immer so, dass die Leute durchlassen. Und wenn die dann so machen, ja, ja, mach, geh du, dann gehe ich, damit man da nicht Zeit verliert. Und nee, gehen sie. Das hält mich auf. Es ist mir auch egal, wer zuerst geht. Es soll halt vorangehen. Ich bin in Eile. Und der Verkehrsfluss muss gewährleistet bleiben. Das ist mein Motto. Und da geht es nicht darum, wer ist jetzt höflicher. Und so. Und die hat mich also freundlicherweise vorgelassen. Und da ich nicht mehr wusste, was Danke auf Indisch heißt, habe ich den einzigen Satz gesagt, den ich mich noch erinnern konnte, nämlich Boom Shankar, Shambu, Alec Boom. Das haben die kiffenden Freaks da in Indien immer gesagt, wenn sie diese stinkenden Chillums geraucht haben. Also da hat man sich, glaube ich, bei Shankar, das ist, glaube ich, Shiva, dieser Gott, bei dem hat man sich bedankt. Und da musste sie herzlich lachen, weil sie das wahrscheinlich nicht in Engelschalking oder unter Föhring oder wo das war, erwartet hätte. Monkeypox. Da redet ja keiner offen drüber, wenn ihr euch nicht von schwulen Kaffern nageln lässt, gibt's überhaupt keine Probleme, gell? Also, die werden nur von Kaffern übertragen. Und Schwulen müssen ja auch noch sein. Also, ist es so dringend. Und dann habe ich gelesen, diese scheiß San Martin, beziehungsweise San Martin, das ist der holländische Teil, einer beschissenen Insel in der Karibik, auf deren PR ich reingefallen bin vor ein paar Jahren. Da bin ich dahin. Das ist ja so beschissen, das wird jetzt als Geheimtipp verkauft, als wenn es da irgendwas gäbe. Ja, die Strände sind beschissen, das Wetter ist beschissen. Von den Drecksarschlöchern, die da wohnen, will ich gar nicht anfangen. Wie in der meisten Karibik, wenn es nicht die Latinos sind, wie auf Puerto Rico, da ist es ziemlich cool. Domrep, das ist jetzt aber auch schon 15, 18 Jahre her, dass ich da war. Also da kam ich super aus mit denen. Aber überall, wo diese, du weißt schon, die anderen Ärsche da sind, da ist es richtig scheiße. Und so ist es auf San Martin. Da sind diese Arschlöcher auch im Hotel, die sind total pumpig. Die ignorieren dich. Wenn du das andersrum machen würdest, würden sie sich gleich verklagen, so wie die Arschlöcher da aus dem Park. Die ziehen da auch diese Nummer, dass da, wenn du ins Zimmer, also da hast du nach einer Stunde ungefähr ein Zimmer, dann gehst du ins Zimmer, da ist da irgendwie so ein Fuzzi und schraubt da im Badezimmer rum. Sag ich, was ist los? Sagt er, ja, er guckt nur, ob alles geht. Sag ich, ja, gut. Geht dann alles? Ja, ja. Gut, dann stellst du dein Zeug ab, du packst ein bisschen aus, nimmst dein Zeug, willst duschen. Ja, geht nicht. Hat er das abgestellt, damit man ihn ruft, damit er einfach einen Hahn aufdreht, damit er sagen kann, er hat das jetzt repariert.
das ist Samatan. Also das ist nur einer von den ganzen linken Nummern, die da abziehen. Also ich fahre nie wieder hin, aber wer meint, er muss diesen Geheimtipp erleben, bitte sehr. Das ist auch das, wo die Flugzeuge direkt über diesen einen Strand ganz tief fliegen und das finden Leute sensationell. Mir reicht es, wenn ich das im Video sehe. Ich habe es leider einmal wirklich gesehen. Ich fühle mich da nicht wohl bei, aber da sind die Leute verschieden. Eine coole Sache machen die Typen unten, die Bürgermeister und Gouverneure aus den Grenzstaaten. Die werden ja in der Zeit überrannt, weil die Grenze ist praktisch offen. Das heißt, alles, was aus der ganzen Welt, Terroristen, Verbrecher, Vorbestrafte, natürlich auch ein paar Leute, die ein besseres Leben wollen, aber die meisten, die wollen einfach nur nach Amerika, um da sich richtig auszutoben. Und da wird's richtig lustig in den nächsten Jahren. Deswegen meine Amerika-Pläne sind bis auf Weiteres gestoppt. Die machen das jetzt so, weil die überrannt werden und überhaupt keinen Platz mehr haben. Also die in New Mexico, in Arizona und Texas. Die setzen die jetzt zwangsweise in Busse und karren die in die Hauptstadt nach DC und das kann man ja nur gut finden. Sollen die sich mit den Leuten darum ärgern und sollen die mal sehen, was es ist, wenn man von Leuten überrannt wird. Das wäre super, wenn die das hier auch machen würden. Nur, ich weiß nicht, in Berlin, da brauchst du niemand mehr hinzukarren, da sind die schon alle. Ach, und ich habe einen Film gesehen, den fand ich als Kind gut. Den einzigen Film mit Steve McQueen, fast hätte ich Steve Martin gesagt, da finde ich viele Filme gut. Aber Steve McQueen war irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt ein Star. Ich habe das nie gesehen, ich finde den belanglos. Aber ich dachte, dass ich einen Film gut fand, das ist ein Rodeo-Film, Junior Bonner. Das ist eine Stunde, fährt er eigentlich nur rum und sucht seinen Vater, dessen Haus abgerissen ist. So, das ist die Geschichte. Und am Schluss reitet er einen Bullen, der ihn am Anfang abgeworfen hat. Und ansonsten ist er alt. Ich weiß nicht, wie alt der da sein soll. Ich nehme an, sieht aus wie also mindestens 45, wahrscheinlich 50. Rodeoreiter, was ja Blödsinn ist, weil so alte Rodeoreiter gibt's nicht. Und ihm wird innerhalb von einer halben Stunde werden ihm zwei eigentlich sehr coole Jobs angeboten, wo er wegkommt vom Bullen. Er könnte also was Vernünftiges machen, aber weil er so ein cooler Typ ist und weil das irgendwie so ein scheiß 60er, 70er Jahre Film ist, da macht er das nicht, weil er dieser coole Rodeoreiter ist und weiterhin sich beweisen will zwischen Bullen und wilden Pferden, beziehungsweise die Pferde sind ja nicht wild, die sind nur wild, weil man ihnen die Eier einklemmt und da würdet ihr auch rumspringen, wenn ihr einen Riemen um eure Nüsse hättet. Und jetzt habe ich diese ganzen Tierquälereien beim Rodeo gesehen. Ich fand das früher, ich wusste es ja früher nicht. Achtjähriger, siehst du das alles nicht, das erklärt dir auch keiner. Aber inzwischen habe ich in diesem Film nur Tierquälerei gesehen und es kotzt mich absolut an und Steve McQueen bedeutet mir absolut nichts. Und mit wie wenig man damals Filme machen konnte. Und dann war das noch dieser völlig überhypte Regisseur Peckinpah von The Wild Bunch oder so, der ja auch irgendwie super Regisseur. Gott, ist das langweilig alles. Also das war ja so einfach früher. Filme und Fernsehserien zu machen, das war ja, das konntest du ja mit der Hand in der Tasche, konntest du das ja machen. Da passiert ja nichts. Da ist ja eine Handlung, die hätte 7 Minuten in einem guten Film getragen, aber maximal vielleicht 3 Minuten. Ja, Wahnsinn, war das alles schlecht. Bezeichnet, sobald deutsche Filmfirmen oder Investitionsfirmen ihre fetten, wurstigen, dummen, plumpen Finger in Projekte bringen, da wird das beschissen. Ich fand extrem witzig diese früh 2000er Engel für Charlie, Charlie's Angels mit hier Lucy Liu und Cameron Diaz, glaube ich. Das war witzig und mach mir das Eichhörnchen irgendwas mit John Cleese und so. Also ein Hammerding von hier Mac G, ein Superregisseur. Jetzt hat es diese Keule wohl irgendwie an sich gerissen und ich weiß nicht, warum die, ist die so happening in Hollywood? Ich kann mich nicht erinnern, dass die irgendwas anderes gemacht hat, außer dass sie in, wenn ihr Modern Family guckt, da ist sie von Cam und, wie heißt der andere? Cam und, Markus, nee, wie heißt der? Die beiden Schwulen halt. Da ist sie die versoffene Freundin, die ab und zu Sal, glaube ich, die ab und zu auftaucht und das Kind, Lily, kann sie nicht ausstehen und sie kann das Kind nicht ausstehen. So, das ist da ganz witzig. Und diese Frau, die hat sich jetzt da eingemischt in dieses Engel für Charlie Projekt und hat einen neuen gemacht mit mir unbekannten Tussen. Ich glaube, die eine ist aus diesen grauenvollen Vampirfilmen.
absoluter Müll, den ich nicht fertig gucken konnte. Ich habe also erstmal ewig vorgespult, weil alles total vorhersehbar ist. Starke Frauenmessage und bla bla bla, weil am Anfang, da schwafelt irgendein Typ die eine Keule voll und der schwafelt halt so abgedroschenen, ranzigen Macho-Scheiß und du weißt halt, der kriegt auf die Fresse. Aber warum dauert das so lange? Das ist eh klar, dass er auf die Fresse kriegt. Aber warum dauert das so lange? Das zieht sich halt über 10 Minuten und dann kriegt er auf die Fresse. Oh, wer hätte das gedacht? Ein totaler Mist. Diese Keule hat es dirigiert, diese Elisabeth irgendwas, glaube ich, heißt die. Der ist ja grauenvoll. Die meint, sie kann sich messen mit MacG in einem Action. Ich will nicht sagen, dass man nicht vielleicht eine Folge von, weiß ich, vielleicht Modern Family, wenn sie das hinkriegen würde vom Timing her, glaube ich aber nicht, weil so wie das Timing da daneben ist in diesem Drei-Engel-Film, das ist ja grauenvoll, was die da draus gemacht haben. Also kurz und gut, ich habe den schnell durchlaufen, da habe ich ihn abgestellt. Wie gesagt, ich habe mich so gelangweilt, weil dir ist es völlig wurscht. Die ganzen Figuren sind dir wurscht. Sie geht dir auf die Nerven. Der letzte Dreck. Aber dann habe ich geschaut, warum ist das so schlecht? Ja, deutsche Filmfans irgendwie Filminvestment Babelsberg und so. Die haben da ihre fetten, dummen Wurstfinger drin. Ja, kann ja nichts werden. Und ich werde immer wieder gefragt, wie ich das mache, dass ich so großartig bin. Das ist Til Schweiger, der sagt immer, wie das. Er wird immer gefragt, wie er das alles schafft und wie er überhaupt so großartig ist. Ich werde eigentlich praktisch nie gefragt, dass ich mal wieder mit den Shangri-Las singe. Und das hat mir eigentlich, ich war ein bisschen eingeschnappt, weil die hatten mal einen kurzen Notstand und ich hatte damals doch die Position der 15-jährigen Betty übernommen, die ein Schulmädchen ist, die mit einem von Sons of Anarchy, allerdings die 50er oder 60er wird es glaube ich schon gewesen sein, Version zusammen ist. Ihre Freundin fragen sie jetzt und ich fand eigentlich, dass ich sowohl stimmlich als auch vom Typ her super reingepasst hätte in die Girlband Shangri-Las. Und davon könnt ihr euch jetzt selber überzeugen. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Uh-huh. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. Turned around and smiled at me. You get the picture. Yes. That's when I fell for leader of the pack. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Also halt. Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now.